Ach ja, noch eine Sache habe ich vergessen. Ich habe halt natürlich auch geguckt nach Karosserien für dieses Fahrzeug jetzt. Ich meine, es ist ein Overheater gewesen, ja. Und ich hätte auch wieder eine Karo für einen Overheater genommen, aber du kriegst einfach keine Karo für einen Overheater unlackiert. Nur immer in dieser Farbe. Ja, und das ist halt natürlich ein bisschen schade. Da mal die Teile ja von innen lackiert, ja, bringt das mir nichts, wenn ich mir eine Overheater-Karosserie kaufe, ja, und die von außen lackiere, weil ich kriege die Farbe ja innen nicht ab, also muss ich von außen lackieren. Das habe ich schon einmal gemacht, das ist ein Desaster, wenn du irgendwo dagegen fährst oder so, ja, kann es sein, dass dir die Farbe abbröckelt oder dass sie dir einreißt. Das ist alles scheiße, ja, deswegen bin ich hergegangen, das habe ich mir auch bestellt. Ach so, ja, hier auch noch der Motor, den ich verbauen werde. Das ist ein LAP 28er. Ja, da gehen wir noch näher drauf ein, denke ich mal. Hier ist die Karo. Ihr sehen könnt, Moment, ich mache euch mal ein bisschen weiter weg, ey. Ja, geht so nicht. Weil ihr sehen könnt, ist das Robotronics von Namantis. Ich denke mal, dass ich die Karo hierfür verwenden kann. Gehe ich mal von aus, dass das schon passen wird, ja. Ja, sehen wir oder schauen wir dann. So, dann bis später, bis ich mein Diff zusammengeschraubt habe. Tschö.